Ende der 1930er Jahre standen in Hartheim ungefähr 42 Häuser. Die meisten Personen, die hier gewohnt haben, waren Bauern. Es gab aber eben auch ein Gasthaus, Gemischtwarenladen, einen Bäcker und im benachbarten Alkoven. Im Grunde ist ja das fast ein bisschen zusammengewachsen. Man sieht hinten die Kirche von Alkoven. Dort gab es die Schule, die Kirche, Schuster, Tischler und andere Handwerker. Die Einwohnerzahl von Hartheim und Alkoven war überschaubar. Man hat sich gekannt. Man hat besser miteinander gekonnt oder weniger gut miteinander gekonnt. Man wusste, wo der andere politisch stand. Man wusste, wer einem wohlgesonnen war, wer nicht, in welchem Geschäft man anschreiben durfte und in welchem nicht. So wie es in einem Dorf nun mal ist. An der Dorfstraße, das ist die Hauptstraße des Ortes, die auch Hartheim mit Alkoven verbindet, gleich hier sozusagen, in unmittelbarer Nähe von Gemischtwarenladen und Gasthaus befand sich das Schloss Hartheim. Als Pflegeeinrichtung mit rund 200 Pfleglingen unter der Betreuung der barmherzigen Schwestern Vinzenz von Paul war es im Zentrum von Hartheim. Es kann angenommen werden, dass der Anblick von Pfleglingen im Umfeld des Schlosses ein vertrautes Bild war. Auch hier kannte man sich. Man ging zur Messe hier im Schloss, man ministrierte hier oder man arbeitete sogar hier, als Gartenarbeiterin oder als Küchenhilfe. 1938 dann die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten. Jubel und Zustimmung bei einem Großteil der österreichischen Bevölkerung. Man unterstützte, man profitierte, man arrangierte sich, man erkannte vielleicht neue Handlungsspielräume oder man fügte sich. Einige leisteten Widerstand. Auch hier in Hartheim wird es sich ähnlich zugetragen haben. Jubel, Zustimmung, Profit, man arrangiert sich. Nach wie vor wusste man, wer wo ideologisch stand. Dementsprechend kam es auch zu Anzeigen, Verhaftungen. Zumindest 15 Bürgerinnen aus Hartheim-Alkoven wurden aus politischen und oder rassischen Gründen festgehalten, verfolgt, verhaftet. Diesbezüglich sind aber auch noch weitere Recherchen notwendig. Genau in dieser Zeit, oder besser gesagt im März 1940, werden die Pfleglinge im Schloss umgesiedelt, auf andere Anstalten im Gau Obertonau aufgeteilt. Das Schloss steht leer und Adaptierungsarbeiten für die Nutzung des Schlosses als eine Tötungsanstalt werden durchgeführt. Es dauert nur wenige Wochen, bis der Tötungsbetrieb hier in Hartheim in Betrieb, die Tötungsanstalt in Betrieb geht. Die Szenerie für die Bevölkerung ändert sich. Das Schloss Hartheim wurde mit einem angebrachten Stilt als Landesfürsorgepflegeanstalt gekennzeichnet. Busse mit Pfleglingen fuhren durch den Ort. Die Busse fuhren in den Schlosshof. Die Hartheimer sahen den Rauch und nahmen Gestank der Verbrennung wahr. Nicht nur die Hartheimer, auch die Alkovener und noch viel weiter entfernt. Mit dem neuen Personal, immerhin rund 60 Personen, die während der Aktion T4 hier im Schloss arbeiteten und wohnten, traf man zusammen. Man kannte sich. Bewohnerinnen von Hartheim schildern nach 1945 diesen Austausch, das Zusammentreffen, das sich ergeben hat. Beim Schuhmacher, beim Hofwirt um die Ecke, bei einem benachbarten Kollegen. Wie fasste es eine Bewohnerin von Hartheim im Jahre 1947 zusammen? Es war ortsbekannt, dass im Schloss Hartheim bis 1944 laufend Menschen verbrannt worden sind. Das konnte man jetzt gut finden oder nicht. Wie gesagt, man konnte auch davon profitieren oder sich arrangieren. Man konnte hin- oder wegschauen. Was blieb, war der Umstand, dass das Schloss der räumliche Mittelpunkt dieses Ortes blieb. Welche Rolle aber nahm diese Tötungsanstalt für jene Widerstandsgruppe ein, die sich hier in Hartheim rund um Leopold Hilgard, Ignaz und Karl Schumann und Johann Keppelmüller formierte? Dieser Frage möchte ich auch in meinem weiteren Vortrag besonders nachgehen. Wer waren diese vier angesprochenen Personen? Leopold Hilgard wurde in Alkoven, besser gesagt in Gstocket, geboren. Er war gelernter Schuhmacher und wurde nach dem Ersten Weltkrieg Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Im Zuge der Machtübernahme wurde er deswegen auch für 5 Tage wegen Verdacht auf Aufwiegelei und kommunistische Einstellung in Schutzhaft genommen. Er kam zur Wehrmacht, wurde entlassen, kam zur Reichspost, dann zur Reichsbahn, wo er am Güterbahnhof in Linz tätig war.
Er galt als Anwalt der einfachen Bürger, der Bekannte und Freunde hier aus der Umgebung immer wieder bei Behördengängen unterstützte. Ignaz Schumann wurde 1909 hier in Hartheim geboren. Das Geburtshaus von Ignaz Schumann ist quasi gleich hier auf dieser Seite hinter dem Schloss, wirklich in unmittelbarer Nähe zu hier. Er war zum Zeitpunkt der Durchführung der Flugschriften, für die er sich dann verantwortlich zeigte, mit seinen Kolleginnen 34 Jahre alt. Mit Unterbrechungen war er am elterlichen Hof wohnhaft. Ignaz Schumann war gelernter Tischler, war jedoch in unterschiedlichen Berufen auch tätig, war in Oberösterreich, Tirol und Wien unterwegs. Immer wieder kam er Zeit seines Lebens mit dem Gesetz in Konflikt. 1938 kehrte er an den elterlichen Hof zurück und war fortan als Tischler tätig, vor allem bei einer Firma in Linz, bei der Firma Neubauer. 1940 wurde er zur Wehrmacht eingezogen, 1941 wieder ausgeschieden und wurde schließlich als Magazineur bei den Eisenwerken Oberdonau in Linz angestellt. Er stammte aus einer christlich-sozialen Familie, er war ansonsten nicht weiter politisch aktiv und gehörte auch keiner Partei an. Karl Schumann war der 12 Jahre jüngere Bruder des Ignaz Schumann. Auch der wohnte am elterlichen Hof und war während der NS-Zeit zumindest den Großteil bei der Wehrmacht, wurde dann mit einer schweren Verletzung 1944 entlassen und interessierte sich dann für die Landwirtschaftsschule in Bad Aussee. Johann Keppelmüller wurde 1926 hier in Hartheim geboren. Auch dieser nicht unweit des Schlosses, sozusagen nur die Straße hinauf, ein paar Häuser weiter und eben dementsprechend auch nicht allzu weit entfernt von der Familie Schumann. Seine Eltern waren am Gut von Schloss Hartheim angestellt. Auch hier kam er zu der Familie Schumann zusammen, die er gleich gegenüber wohnte. Johann Keppelmüller absolvierte die Volksschule hier in Alkoven, dann Hauptschule in Everding. Schließlich übersiedelte seine Familie nach Schloss Haus in der Nähe von Bregarten, aber der Kontakt zu der Familie Schumann blieb bestehen. Was sind jetzt die Fakten, die um diese Gruppe der vier Männer zusammengefasst werden können? In ihrem Umfeld kam es im Zeitraum von Februar 1943 bis Juni 1944 zu drei Mauerbeschriftungen hier in Hartheim und Alkoven, und zwar im Februar, März 1943, zu zwei Drohbriefen an den hiesigen Ortsgruppenleiter Schroth im März 1943 und sie fertigten fünf Flugblätter an, wobei der Entwurf des fünften nur mal sichergestellt werden konnte, dieses wurde nicht mehr vervielfältigt. Denn bereits im Jänner 1944 wurde der Gestapo-Dienststelle vertraulich mitgeteilt, dass Ignaz Schumann und Leopold Hilgard in illegaler politischer Verbindung stünden. Die Quellen zur Rekonstruktion dieser Geschehnisse speisen sich in erster Linie aus dem im Bundesarchiv Berlin liegenden Gerichtsverfahren. Es umfasst knapp 600 Seiten und die wichtigsten Unterlagen befinden sich in der umfangreichen Ermittlungsakte. Hier sind auch die Beweisstücke und die polizeilichen Vernehmungen enthalten. Die Angeklagten wurden eben wiederholt vernommen, hatten Gelegenheit, sich zum Tatvorwurf zu äußern. Die ausführlichen Vernehmungen und Untersuchungen befassen sich weniger mit der Motivation. Sie stellen vielmehr den Versuch dar, zu klären, ob weitere Personen in diese Vorgänge involviert sind. Es werden auch kurzfristig weitere Personen vernommen, festgenommen, wieder freigelassen. Zudem fokussiert der Tatvorwurf relativ schnell und ausführlich auch auf die Frage, woher die beiden Angeklagten denn zu den Waffen gekommen sind, die sie bei ihnen sichergestellt haben. Nicht nur, weil das Gerichtsverfahren Fragen nach dem Wie und Warum nicht zufriedenstellend beantwortet, stellt es ein Gerichtsverfahren per se eine durchaus problematische Quelle dar. Den Beschuldigten war die Tragweite der vorgeworfenen Taten klar, was natürlich auch Auswirkungen auf die Aussagen dieser Personen hatte. Zum anderen weiß man nichts Genaueres über die Verhörmethoden und somit darüber, wie es denn zu den Aussagen der einzelnen Beteiligten gekommen ist. Vor allem die am Beginn ihrer gemeinsamen Aktivitäten stehenden Mauerbeschriftungen sind ein wenig unklar, vor allem was die Urheberschaft betrifft. Was kann es zu diesen Mauerbeschriftungen gesagt werden?
Sie sehen hier einen Plan von Hartheim. Der rote Kreis hier ist das Schloss Hartheim. Ich habe hier jetzt auch noch einmal eingezeichnet, wo das Haus der Familie Schumann ist. Hier hinten wurde Johann Keppelmüller geboren. Und zu den Mauerbeschriftungen. Die erste Mauerbeschriftung wurde an der Umfassungsmauer des Schlosses Hartheim hier angebracht. Und zwar im März 1943. Es war folgender Text: Österreicher, Hitler hat den Krieg begonnen, Hitlers Sturz wird ihn beenden. Am 22. Februar und am 13. März desselben Jahres folgten zwei weitere Mauerbeschriftungen im Ortsgebiet. Eine auf dem freistehenden Futterbehälter der Familie Schobesberger und eine andere auf dem Bahnhofsgebäude in Alkoven. Das sieht man jetzt auf diesem Blatt oder auf dieser Folie nicht mehr. Die Texte dafür lauteten: Wir brauchen keinen Kaiser von Gottes Gnaden, aber auch keinen Mörder aus Berchtesgaden. Was sich reimt, ist gut. Die andere: Hitler ist ein Massenmörder, 5 Jahre Blutherrschaft in Österreich. Jeder Österreicher kämpft heute gegen die braunen Nazi-Verbrecher. Er und seine Helfer müssen sterben. Wenige Tage später, also nach dieser letzten Mauerbeschriftung, erging ein einseitiges Drohschreiben an den Ortsgruppenleiter von Alkoven. In diesem Schreiben wird die persönliche Abschätzung dieser Hass und die Empörung und der Graus an den verantwortlichen NS-Funktionären meines Erachtens sehr deutlich. Er ist sehr persönlich und zeugt von diesem Nahverhältnis der beteiligten Personen. Das wird für mich deutlich an Formulierungen wie, versucht auch herauszuheben: Wir wollen heute dir und dem kleinen Kreis deiner ebenso gewissen und charakterlosen Mitarbeiter in Alkoven eine Denkschrift übermitteln und euch dadurch eure erbärmliche, gewissenlose und schändliche Gesinnung, euer Gewalt- und Terrorausübendes Handeln einmalig, aber mit bitterem Ernst vor Augen führen. Im selben Schreiben werden auch die Gaskammern von Hartheim und Mauthausen zum Thema gemacht. Es heißt hier: Eure Kriegsaufgabe ist nur, das Volk zu quälen und zu terrorisieren, die eigenen Freunderl und Spießgesellen zu schützen, die aufrechten Männer und Frauen aber an die Front bzw. in den Arbeitseinsatz zu schicken, ja, wenn nötig, sogar als unbequeme Mitwisser und Mitesser zu beseitigen. Die Mittel hierzu habt ihr auch in der ganzen Menschengeschichte einzig und allein ihr geschaffen. Es seien beispielsweise nur einige dieser Menschenverbrennungsöfen genannt: Hartheim, Mauthausen etc. Dieses Schreiben schlug offensichtlich ziemlich ein und wurde zum Ortsgespräch. Es kam auch zu Verhaftungen und einen Monat später ging ein weiteres ähnliches Schreiben an den Ortsgruppenleiter. Hier ging es ganz bewusst auch um die Freilassung jener Person, die wegen des Verdachts der Anfertigung dieses Schreibens festgehalten wurde. Nach diesen zwei Schreiben an den Ortsgruppenleiter war für einige Monate eigentlich dann einmal nichts, was realisiert wurde. Erst im Sommer kam es dann zu der erneuten Zusammenarbeit. Nachdem in dieser Zwischenzeit die Materialien für die Vervielfältigung von Flugblättern aufgetrieben werden konnten, ging man dazu über, Flugblätter anzufertigen. Das erste Flugblatt wurde im September 1943 in der Auflage von 50 Stück produziert. Ob sie tatsächlich zur Verteilung kamen oder wie die Beschuldigten, was ja nicht verwunderlich ist, bei ihren Aussagen gesagt haben, dass sie vernichtet haben, ist offen. Die Flugschrift war ein Aufruf zur Mobilisierung von Kampfgruppen, die gegen das nationalsozialistische Regime vorgehen sollten. Hier hieß es unter anderem: Nun aber Schluss mit all diesen Gaunereien. Bildet überall kleine Kampfgruppen in Stärke von 4 bis 6 Personen, die dann zusammengeschlossen eine große Organisation bilden, die die Volksmörder zum Teufel jagen wird. Arbeitet rasch und sicher, achtet aber auf Spitzel und Denunzianten. Gerichtet war das Schreiben an Arbeiter, Soldaten, Volksgenossen. Das Gegenüber wird als mündiger und vernünftiger Mensch adressiert, welcher längst weiß, dass die Nazis das eigene Volk als Sklaven behandeln und sich dementsprechend distanziert. Persönliche Betroffenheit wird hergestellt, indem geschrieben ist:
dass diese Halunken auch den Massenmord an unseren 10-Jährigen vorbereite und man festhält, dass die Kinder nun auch noch in die Kriegsmaschinerie eingespannt und ausgepresst werden. Vom zweiten bzw. dritten Flugblatt wurden im November bzw. Dezember 1943 jeweils 100 Stück gefertigt. Meines Erachtens gibt es von diesem zweiten und dritten Flugblatt keine Abschrift. Auch diesbezüglich gibt es aber unterschiedliche Angaben, welches denn jetzt das zweite oder das dritte Flugblatt sei, beziehungsweise das vierte. Aufgrund meiner Ergebnisse der Recherchen bin ich zur Ansicht gekommen, dass es eben keine Abschriften von diesem zweiten und dritten Flugblatt gibt. Nach diesem dritten Flugblatt gab es dann auch eine längere Unterbrechung. Da es ab diesem Zeitpunkt offensichtlich der Plan war, dass man jetzt die Flugblätter in einer größeren Anzahl anzufertigen versuchte, stand Ignaz Schumann vor der Aufgabe, mehr Papier anschaffen zu müssen. Das war der Punkt, wo er in Kontakt trat mit dem Johann Keppelmüller, der aus Hartheim stammende Johann Keppelmüller und in Schloss Hartheim bei Bregarten wohnende Keppelmüller absolvierte zu der Zeit gerade den Reichsarbeitsdienst in Graz in einer Schreibstube, hatte zudem einen Schreibmaschinenkurs absolviert und das waren eben die Überlegungen von Ignaz Schumann, dadurch möglicherweise auch bessere Kontakte zu Papiergeschäften. Ignaz Schumann besuchte den Johann Keppelmüller bei einem Sonderurlaub in Schloss Haus, informierte ihn über die illegale Tätigkeit und Keppelmüller versprach seine Unterstützung, offensichtlich aber ohne nähere Informationen zu der politischen Ausrichtung zu haben. Er organisierte in Folge den Versand von 1000 Stück Abzugpapier von Graz nach Hartheim. In einem späteren Schreiben von Johann Keppelmüller an Ignaz Schumann bekräftigte er seine Mitarbeit. Der Satz ist hier auch unterstrichen. Mein Wunsch ist nämlich auch der, dass ich auch einen kleinen Beitrag leisten darf für diese Aufgabe. Anfang April 1944 beschloss Ignaz Schumann, nachdem ihn sein Vater beim Vervielfältigen von Flugblättern im elterlichen Heim überrascht hatte, einen neuen Platz für den Abziehapparat zu suchen. Aber nicht nur der Umstand, dass ihn sein Vater dabei überrascht hatte, sondern durchaus auch der Fakt, dass seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von der Gestapo verhört wurden, anscheinend wegen der Verführung zur Fahnenflucht, und zwar ihres eigenen Schwiegersohnes, war das eben Anlass genug, um einen neuen Platz für den Abziehapparat zu suchen. Ignaz Schumann wandte sich an einen Arbeitskollegen von den Eisenwerken, an einen gewissen Binder. Dieser sagte auch seine Mitarbeit zu und das notwendige Material wurde in weiterer Folge dann auch nach Kleinmünchen zu diesem Binder gebracht. Am 12. Mai 1944 wurde das vierte Flugblatt hergestellt. Ignaz Schumann versteckte seine Exemplare fürs erste im Haus. Es kam allerdings dann zur Verteilung und zwar mit seinem Bruder Karl Schumann, der gerade aus der Wehrmacht entlassen war und den er auch in diese illegalen Tätigkeiten eingeweiht hatte. In der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag fuhren sie abends mit dem Rad nach Everding. Diese Stadt ist rund 10 Kilometer von hier entfernt, wo sie diese Flugblätter in Hauseinfahrten und in Gärten streuten. Vom Gendarmerieposten Everding wurden diesbezüglich 3 Flugzettel sichergestellt. In jenem an die Österreicher, Österreicherinnen adressierten Schreiben wurden die Leser aufgefordert, sich mit ganzer Kraft zu erheben und aus dem Elend zu erwachen. Mit der Aussicht auf die nahende Befreiung wird die Frage gestellt, warum überhaupt noch weiter gekämpft wird, nur um gleich selbst die Antwort in diesem Schreiben zu geben. Die Nationalsozialisten wollen Zeit gewinnen auf Kosten aller unschuldiger Männer, Frauen und Kinder. Das Schreiben ist meines Erachtens ein einmaliger Aufruf zum aktiven Kampf. Der Leser wird angesprochen, persönlich zur Verantwortung gezogen, gemäß der Parole, wer nicht mit uns kämpft, kämpft für Hitler. Am 9. Juni 1944 vereinbarte man bei einer gemeinsamen Zugfahrt zwischen Ignaz Schumann und Hilgert die weitere Zusammenarbeit und die Erstellung eines neuen Flugblattes. Man plante ein Zusammentreffen am nächsten Tag im Hause von Hilgert. Das kam aber nicht zustande. Offensichtlich hat es geregnet. Ignaz Schumann hat das Haus nicht verlassen.
Leopold Hilgard hat daraufhin seinen Sohn zu Ignaz Schumann geschickt mit einer Nachricht. Jetzt ist für uns die Zeit gekommen, so schließt diese Nachricht, es ist wichtig, jetzt weiter aktiv zu arbeiten, und es kam dementsprechend dann auch zu einem Treffen in der Nähe des Hauses von Hilgard. Es wurde ein weiterer Flugblattentwurf besprochen, und es war aber auch tatsächlich so, dass das die letzte Unterredung zwischen Ignaz Schumann und Leopold Hilgard gewesen sein sollte. Leopold Hilgard ließ Ignaz Schumann zwar am folgenden Tag noch über seinen Sohn den neuen Flugblatttext zukommen. Die Herstellung des Flugblattes in der gewünschten Auflage von 500 Stück dieses Mal sowie dessen Übergabe am Folgetag konnten jedoch nicht mehr wie geplant durchgeführt werden. Das war die handschriftliche Notiz vom Ignaz Schumann an den vom Leopold Hilgard an den Ignaz Schumann hinsichtlich des Treffpunkts für die Übergabe der Flugblätter, und das war dann das die handschriftliche Notiz des Flugblattes. Der Text dieses letzten Flugblattes ist ein wenig kürzer gehalten. Dieses Mal wurde keine Personengruppe angesprochen, sondern einfach formuliert, es geht alle an. Auch in diesem Schreiben wird der Leser aufgefordert, Kampfgruppen zu bilden, um den Volksmördern wirksam begegnen zu können. Auch hier verstehen es die Urheber wieder gut, die Leser in den Bann zu ziehen. Niemand stehe abseits, es geht alle an. Die Schlussworte sind dann dem Sozialistenmarsch entnommen. Auf Sozialisten schließt die Reihen, die Trommel ruft, die Banner wehen. Nachdem Hilgard und Schumann, wie bereits vorhin erwähnt, bereits im Jänner 1944 denunziert worden sind, erfolgte am 13. Juni 1944 schließlich die Verhaftung der beiden. Sie wurden in das Polizeigefängnis Linz geliefert. Dieser handgeschriebene Flugblattentwurf mit dem Titel »Es geht uns alle an« wurde bei Schumann sichergestellt. Am selben Tag fanden auch Hausdurchsuchungen statt. Dort wurden zwei weitere Flugblätter gefunden, ebenso die zwei Schreiben an den Ortsgruppenleiter Schroth. Zudem wurden Waffen, Munition und ein Radioapparat sichergestellt. Ebenso, und das ist in diesem Kontext sicher auch interessant, auch eine Abschrift der Predigt von Clemens August Graf von Galen. Als mögliche Mittäter nahm man den Bruder von Ignaz, Karl Schumann, und auch den Vater Ignaz Schumann Senior sowie andere Personen aus dem näheren Umfeld fest. Am 13. Juni die Verhaftung, am 15. Juni begannen die Vernehmungen, und zwar die Vernehmung des Ignaz Schumann. 6 Tage später folgte die Einvernahme von Leopold Hilgard. Die Vernehmungen vom Ignaz Schumann dauerten relativ lang. Er wurde am 15. Juni den ganzen Tag verhört. Der Bericht umfasst 15 Seiten. Am 16. Juni wurden die Vernehmungen fortgesetzt. Neben den Flugblättern nahmen dabei die Waffengeschäfte bereits aber eine zentrale Rolle ein. Dieser Bericht umfasst 13 Seiten. Eine weitere Vorführung am 19. Juni wurde dann vor allem im Hinblick auf potenziellen Schleichhandel geführt. Bei einer weiteren Vorführung am 22. Juni wurde Ignaz Schumann bereits mit den Aussagen von Leopold Hilgard konfrontiert. Dieser war am Vortag einvernommen worden, und seine Einvernahme war eben um deutlich zeitlich kürzer, war deutlich kürzer. Bei der neuerlichen Einvernahme des Ignaz Schumann bezeichnet dieser die Aussagen von Leopold Hilgard, nämlich dass er, der Leopold Hilgard, bei den Mauerbeschriftungen und bei den Drohbriefen an den Ortsgruppenleiter Schroth nicht beteiligt war, als unwahr. Das hat sich eigentlich während des ganzen Verfahrens so durchgezogen, dass Ignaz Schumann sehr wohl auch Leopold Hilgard diesbezüglich in Verantwortung gezogen hat, und Leopold Hilgard eigentlich bis zuletzt immer sagte, er hat mit diesen Drohbriefen und mit diesen Mauerbeschriftungen nichts zu tun. Erst bei der Schlussverhandlung, bei der Hauptverhandlung, kommt es diesbezüglich zu einer neuen Erzählung, die jetzt aber vielleicht dann zu weit führen würde im Rahmen dieses Vortrags. Wie in der Strafprozessordnung vorgesehen, wurden die polizeilichen Unterlagen mit einer ausführlichen Zusammenfassung der Ergebnisse an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Staatsanwaltschaft beim Volksgerichtshof erarbeitete ohne weitere eigene Untersuchungen aus dem vorgelegten Material eine umfangreiche Anklageschrift. Die Anklageschrift ist datiert auf den 23. August 1944 und richtet sich an Ignaz und Karl Schumann, Leopold Hilgard und Johann Keppelmüller. Die Verfahren jener zur Sache vernommenen und angehörten Personen, vor allem Personen im Hinblick auf den Waffenkauf und den Schleichhandel, wurden am selben Tag eingestellt.
Der Oberreichsanwalt beim Volksgerichtshof Berlin klagte nun die vier genannten Personen an, ein hochverräterisches Unternehmen vorbereitet und mit Ausnahme von Keppelmüller zugleich öffentlich den Siegeswillen des deutschen Volkes zu zersetzen gesucht, sowie unternommen zu haben, die Mannszucht in der deutschen Wehrmacht zu untergraben. Zitat Ende. Nach Vorlage der Anklageschrift eröffnete das Gericht das Hauptverfahren und wies den Angeklagten Rechtsvertreter zu. Nach formeller Ladung und der Überstellung von Leopold Hilgert und Ignaz Schumann von Linz nach Wien fand am 3. November 1944 das eigentliche Gerichtsverfahren statt. Es wird lediglich ein halber Tag für dieses Verfahren vorgesehen. Nach Prozessbeginn um 9 Uhr wird die Anklageschrift verlesen, Staatsanwaltschaft, Verteidiger werden gehört. Als Zeuge steht alleine der Gestapo-Beamte Josef Hofbauer zur Verfügung, der eben die Verhöre hier in Linz geführt hat. Bereits mittags wird das Urteil verkündet. Ignaz Schumann und Leopold Hilgert werden wegen Herstellung und Verbreitung von Zersetzungsschriften sowie dem Betreiben von Schmierpropaganda und Werbung von weiteren Personen zur Mitarbeit und somit wegen Vorbereitung zum Hochverrat in erschwerter Form, Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung zum Tode und dauernden Ehrverlust verurteilt. Karl Schumann wurde wegen Beihilfe zu 10 Jahren Haft und Johann Keppelmüller zu 4 Monaten Jugendgefängnis verurteilt. Ab diesem Urteil bitten die Angeklagten Angehörigen mithilfe der Rechtsanwälte ab Mitte November in mehreren Schreiben um die gnadenweise Umwandlung des Todesurteils. Die Gnadengesuche kamen von Therese Hilgert, der Frau von Leopold Hilgert. Dieses wurde auch vom hiesigen Ortsgruppenleiter bestätigt. Das Gnadengesuch der Eltern von Ignaz Schumann, welches auch von 2 Schwestern mit unterzeichnet wurde, und das finde ich schon interessant, wenn man sich dann so ein bisschen auch vertieft in das soziale Gefüge von Hartheim, nicht nur vom Ortsgruppenleiter bestätigt, sondern auch zusätzlich von Seiten des Bürgermeisters mit der Formulierung, mit Rücksicht auf die braven Eltern wird das Gnadengesuch wärmstens befürwortet, dahingehend unterstützt. Es macht einfach deutlich, wie hier auch persönliche Beweggründe zum Tragen gekommen sind. Neben den Gnadengesuchen versuchen die Angeklagten durch ergänzende Aussagen eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. So versuchte auch Leopold Hilgert noch am 5. Jänner 1945 mit der Nennung einer neuen Person, nämlich von Anna Vorholzer, die Lehrerin hier in Alkoven war, sie als Verfasserin und Urheberin der Flugblätter eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu erreichen. Angesichts des sich abzeichnenden Kriegsendes, dann finde ich ein durchaus nachvollziehbarer Versuch, der bei Genehmigung mitunter das Überleben bedeutet hätte. Dem Ansuchen wurde jedoch nicht entsprochen. Allerdings, es ist schon noch interessant, dass Leopold Hilgert diese Anna Vorholzer auch schon zuvor als Entlastungszeugin laden wollte. Und tatsächlich wurde Anna Vorholzer dann auch am 9. Februar 1945 wegen Besitz eines feindlichen Flugblattes von der Gestapo vernommen und war schließlich auch bis 4. Mai 1945 in Haft. Für Hilgert und Schumann änderte sich die Situation allerdings nicht. Sämtliche Versuche, dem Todesurteil zu entgehen, blieben erfolglos. Leopold Hilgert und Ignaz Schumann wurden am 9. Jänner 1945 in Wien hingerichtet. Warum wurden sie aktiv? Vor allem aus dem Schreiben an Ortsgruppenleiter Schroth wird meines Erachtens persönlicher Ekel zu den verantwortlichen NS-Funktionären des Ortes deutlich. Diese werden in diesem Schreiben nicht nur auf das Ärgste degradiert, sondern es wird gleichzeitig auf ihre Verantwortung als Mensch mit Verstand und freiem Willen hingewiesen. Auch wenn sie als geistig völlig demoralisierten, willenlosen Sklaven und Henkersknechte eures blutigen Herrschers, des Narren und Bluthundes Adolf Hitlers seid, werde das nicht als Entschuldigungsgrund gelten. Es scheint, als ob in diesen ersten Aktionen also ein unmittelbarer und persönlicher Antrieb der Anlass gewesen wäre. Mit den Flugblättern wird das vielmehr professionalisiert. Diese richten sich auch nicht mehr an die NS-Schergen selbst, sondern an das Volk oder besser gesagt an die Arbeiter, die Österreicher, die Soldaten. Es sind politisch motivierte Aufrufe zum aktiven Widerstand.
Leopold Hilgert, und das habe ich anfangs kurz skizziert, war ein äußerst politischer Mensch und überzeugter Sozialdemokrat. Bis zum Verbot der Sozialdemokratischen Partei 1934 war Hilgert Schriftführer der Lokalorganisation hier in Alkoven. Nach dem Verbot hat er sich nach eigenen Angaben nicht mehr für die Partei betätigt, war allerdings auch immer wieder trotz alledem ab 1936 Kontakt mit Illegalen, die für die revolutionären Sozialisten Österreichs tätig waren. Nach eigenen Angaben versuchte Hilgert nach dem Anschluss eine Einstellung im Sinne des Nationalsozialismus zu ändern. Er stieß dabei aber immer wieder auf Widerstand, nachdem ihm sein früheres politisches Verhalten zum Vorwurf gemacht wurde, sodass er Interesse daran verlor, ohne sich dabei illegal zu betätigen. Erst durch das Zusammentreffen mit Ignaz Schumann entschied er sich aufgrund seiner inneren sozialdemokratischen Einstellung, sich wieder illegal zu betätigen. Zumindest führte dies so in seinen Vernehmungen an. Ignaz Schumann hingegen war in einem ausgesprochen christlich-sozialen Umfeld aufgewachsen. Sein Vater war christlich-sozialer Gemeinderat in Alkoven, gleichzeitig als Leopold Hilgert sozialdemokratischer Gemeinderat war. Ignaz Schumann Senior habe sich nie gut mit Leopold Hilgert verstanden und auch seinen Sohn Ignaz vor dem Umgang mit ihm gewarnt. Trotz oder vielleicht gerade deswegen dieser ideologischen Unterschiede kam es zu einer Zusammenarbeit. Bei gemeinsamen Bahnfahrten nach Linz zur Arbeit oder bei geheimen Treffen kooperierte man. Was sie verband, war das gemeinsame Ziel. Ihre Zusammenarbeit macht deutlich, das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Es war offensichtlich vor allem Leopold Hilgert, der darauf plädierte, Zitat, sämtliche Gegner der nationalsozialistischen Führung zum Zwecke der Beseitigung der nationalsozialistischen Herrschaft zusammenzuschließen. Neben seiner sozialdemokratischen Überzeugung führte Leopold Hilgert auch das Hören des englischen Senders mit als Motivation für sein Tun an. Leopold Hilgert hörte illegal den englischen Sender auf Kurzwelle 25. In diesem wurde er nicht nur über die aktuellen Kriegsverläufe informiert, sondern es wurde hier ja auch das österreichische Volk aufgerufen, sich zu erheben. Besonders adressiert waren hier die ehemaligen Arbeiterfunktionäre. Zuletzt hörte Leopold Hilgert am 12. Juni 1944 die Sendung, also wenige Tage vor der Anfertigung des 5. Flugblattes. Und gerade in dieser Sendung vom 12. Juni wurde betont, dass jetzt nach der Landung der Alliierten in der Normandie es wirklich Zeit wäre, sich zu erheben und sich die ehemaligen Funktionäre der SPÖ rühren sollten. Diese Feindsendung, unter Anführungszeichen, erweckte bei Hilgert die Überzeugung, illegale Betätigung für ein revolutionär-sozialistisches Österreich fortzusetzen. Das ist auch der Grund, warum in seinem Schreiben an den Ignaz Schumann am Ende den Satz schrieb, jetzt ist für uns die Zeit gekommen. Neben der sozialdemokratischen Überzeugung führte Leopold Hilgert auch persönliche Beweggründe für seine illegale Tätigkeit aus. Viel habe auch dazu beigetragen, dass er bei der Gemeinde so schlecht angeschrieben war. So habe man seiner Frau sogar geraten oder abgeraten, ihn zu heiraten. Also diese Außenseiterposition, die er hier auch eingenommen hat, quasi auch mit als Mitgrund dafür, dass er hier aktiv wurde. Ignaz Schumann hingegen war jetzt nicht der politische Mensch, wie es Leopold Hilgert war. Politisch gesehen kam er sogar vom anderen Lager, er war christlich-sozial geprägt. Sein Vater, wie erwähnt, christlich-sozialer Gemeinderat, und schon beim Anschluss warnte dieser vor dem Krieg. Ignaz Schumann ging sonntäglich zur Kirche, grüßte mit Grüß Gott, und wie gesagt, diese unterschiedliche politische Sozialisierung erleichterte vielleicht sogar diese Zusammenarbeit. Zudem die Eindrücke an der Arbeitsstelle vom Ignaz Schumann, die auch damit vorgebracht werden. Die Konfrontation mit KZ-Häftlingen aus Mauthausen, die bei den Hermann-Göring-Werken angestellt waren. Und, auf das möchte ich jetzt aber am Ende noch zu sprechen kommen, welche Rolle spielte jetzt die Tötungsanstalt Hartheim für diesen Widerstand? Sie sehen hier Bilder auf Schloss Hartheim aus dieser Perspektive der Familie Schumann. Also Sie sehen hier auch diese unmittelbare Nähe, und genau dahingehend sozusagen auch meine Frage ableiten, welche Rolle hat denn diese Tötungsanstalt jetzt auch für diese Tätigkeit dieser Gruppe gespielt?
Es ist ja sicherlich auch von Bedeutung, dass zu den sichergestellten Beweisstücken neben den Flugblättern, Pistolen und Munitionen auch eine Abschrift der Predigt von Clemens August Graf von Galen gehört. Es hat schon etwas Irritierendes, dass 50 Meter neben der NS-Euthanasieanstalt Hartheim jene Predigt lagerte, die mit zum Stopp der Aktion geführt haben soll. Wie und wann sie genau allerdings in die Hände von Ignaz Schumann gekommen ist, ist unklar. Laut Aussage Ignaz Schumanns habe er diese schon einige Jahre aufbewahrt. Eventuell hat er sie bei einer Bahnfahrt bekommen. Zudem wurde, wie oben ausgeführt, im Schreiben an den Ortsgruppenleiter Schroth direkt auf die Morde in Hartheim Bezug genommen. Allerdings in einer Reihe mit Mauthausen, was die direkte geografische Nähe zu Hartheim jetzt auch wiederum relativiert. In den vorliegenden Flugblättern ist die Tötungsanstalt Hartheim gar kein Thema. Dementsprechend ist es auch bei den Vernehmungen selbst kein Thema, wieso auch. Insofern kann durchaus gesagt werden, dass zwar im Schreiben an den Ortsgruppenleiter Schroth vom März 1943 die Menschenverbrennungsöfen in Hartheim und Mauthausen als Beispiel für den Terror des Regimes angeführt werden, diese jedoch nur zu einer Illustration und als Beispiel dienen. Die unmittelbare Nähe zur Tötungsanstalt Hartheim nimmt bei den vorgenommenen Mauerbeschriftungen, Drohschreiben und Flugblättern keine signifikante Rolle ein, was allerdings nicht bedeuten muss, dass die Vorgänge im Schloss nicht trotz alledem die Gruppe indirekt beeinflusst hat, aktiv zu werden. Auch die Anbringung der ersten Beschriftung an der Umfassungsmauer des Schlosses Hartheim kann nicht als ein Statement eingeordnet werden. Schumann verweist diesbezüglich selbst, dass er den Tatort so gewählt habe, weil er sich eben nur 20 Schritte von seinem Elternhaus entfernt hat und weil er Angst hatte, ertappt zu werden. Spricht man von Widerstand, spricht man aber auch immer davon, was er bewirkt hat. In Hinblick auf die Widerstandstätigkeit von Hilgert und Schumann weiß man nicht, wie viele Flugblätter unter die Leute gekommen sind und was sie bei jenen bewirkten. Offensichtlich gab es auch Pläne, Exemplare des vierten Flugblattes per Post zu versenden. Von dem ging man dann aber wieder ab, aus Mangel an Briefumschlägen und dergleichen. Die Flugblätter konnten den Krieg und das NS-Regime nicht stoppen, aber vielleicht konnten sie Mut, Widerstand und Zusammenhalt bei Lesern und Leserinnen vermitteln, wo man nicht mehr daran glauben konnte. Sie waren definitiv nicht umsonst, denn immer gilt es zu fragen, an welcher Front man kämpfen möchte. Trotz alledem bleiben viele offene Fragen. Und jetzt nur mal zu einem Schlussstatement. Sollte man glauben, dass die Einrichtung einer Tötungsanstalt in einem Dorf wie Hartheim verstärkt Anlass zu widerständigem Handeln geben sollte, so muss man das meines Erachtens fürs erste einmal für Hartheim und vor allem für die Aktion von Schumann, Hilgert, Keppelmüller verneinen. Personen wie Hilgert und Schumann wären meiner Ansicht nach auch dann aktiv geworden, hätte es die Tötungsanstalt Hartheim nicht in ihrem nächsten Umfeld gegeben. Das Morden vor den Augen war kein Anlass für Widerstand. Der Anlass lag vielmehr in einer politischen Überzeugung, die allgemein gegen das NS-Regime gerichtet war und von persönlichen Überzeugungen und von persönlichen Einsichten getragen. Die Frage nach dem Widerstand in Hartheim, quasi Tür an Tür mit der Tötungsanstalt, ist aber ohnehin zu kurz gegriffen. Es braucht die Einordnung dieser wenigen Personen in den Gesamtkontext der NS-Gesellschaft, um mit diesen wenigen Widerständigen auch die Anpassung der vielen zu spiegeln. Der Vortrag kann daher auch nur als eine Skizze und als Zwischenbericht verstanden werden. Und es gibt bei uns vor Ort auch eine Arbeitsgruppe, die sich vor allem mit diesem Fokus des Umfeldes zurzeit auseinandersetzt und wo man sich in den nächsten Jahren auch noch einiges neue Erkenntnisse diesbezüglich zusammentragen können. Zu guter Letzt, die Geschichte hört nicht auf mit der Durchführung des Todesurteils. Die Geschichte ging weiter im Ort für die Familien, für alle. Und zu dieser Geschichte gehört eben auch, dass mit Beschluss des Landesgerichts für Strafsachen Wien vom 18. September 2003 die Verurteilung von Ignaz Schumann, Leopold Hilgert, Karl Schumann und Johann Keppelmüller als nicht erfolgt galt. Der Beschluss kam auf Initiative von Walter Hilgert, Sohn des hingerichteten Leopold Hilgerts, zustande. Der Beschluss kann meines Erachtens zu einem sehr wichtigen Teil der Familiengeschichte und Erzählung werden. Im selben Jahr errichtete die Gemeinde Alkoven neben dem Schloss Hartheim ein Denkmal für Leopold Hilgert und Ignaz Schumann. An dieser Stelle auch mein Dank an die Erzählungen und an den Kontakt mit Wolfgang Schumann, an den Joachim Keppelmüller, den Sohn von Johannes Keppelmüller und
auch an Walter Hilgert, der allerdings schon verstorben ist, der Sohn von Leopold Hilgert. Dankeschön.